Willkommen zurück zu unserem nächsten Wochenausblick für die Kalenderwoche 3. Zunächst ganz kurz Rückblick auf die aktuelle Woche. Da sind jetzt zum Wochenschluss viele Positionen angelaufen, die ich zuletzt eröffnet hatte, die noch einen kleinen Schlenker gemacht hatten. Und ich habe fast alles glattgestellt, habe noch einen Spread zwischen dem Juni-Kontrakt und dem März-Kontrakt im Palladium. Ansonsten sind alle Positionen glattgestellt worden. Und Starting Balance bzw. Ending Balance 2019 war 88.446 und aktueller Kontostand ist 92.104, nicht 106. Das muss noch korrigiert werden. Entspricht 4,14% Performance innerhalb der ersten knapp, ja, 8, 9 Handelstage. Aber ich denke, die Erfahrenen unter euch wissen das natürlich und den weniger Erfahrenen sei es gesagt, sowas darf man nicht linear hochrechnen. Also wenn man jetzt hochrechnen würde, wo landet man dann nach einem Jahr? Das ist natürlich Quatsch, weil Trading nun mal genau nicht linear funktioniert. Man wird gute Phasen haben. Ich hatte diese Woche auch in einer Situation ein bisschen, ja, Pech will ich gar nicht sagen, sondern das war ein bisschen Zögerlichkeit beziehungsweise übergroße Vorsicht im Palladium. Da hatten wir eigentlich ein Signal für die Short-Seite. Anschließend ist das auch $80 gefallen. Das wären $8.000 gewesen, die man dort hätte machen können, wenn man natürlich dann auch am Tief raus wäre, was ja sowieso illusorisch ist. Aber auf jeden Fall, da war eine starke Bewegung, die mehrere tausend Dollar gebracht hätte. Aber ich wollte noch $20 höher sozusagen den Short-Einstieg haben und es ging dann halt direkt los mit der Korrektur. Also insofern auch sowas, wenn es jetzt noch dazugekommen wäre, dann hätte man hier in den ersten Wochen $10.000 gemacht, in den ersten 2 Wochen. Das wäre natürlich völliger Quatsch, wenn man sowas dann hochrechnet. Also deshalb auf gar keinen Fall linear rechnen. Wenn es mal gelingt, dass man so ein Jahr mit einer solchen Schlagzahl durchziehen kann, dann ist es natürlich schön. Aber das, womit man kalkulieren sollte oder womit ich kalkuliere, sind 40% per anno. Und das ist auch ein Durchschnittswert. Da werden auch einige Jahre dabei sein, die landen bei 60, 70, 80 oder 100%, vielleicht auch mal ein 200% Jahr. Und dann gab es aber auch Jahre, in denen ich 18% Minus gemacht habe. Also da sollte man schon auch verstehen, dass es einer langfristigen Konsequenz bedarf. Aber der Start war nicht verkehrt in den ersten Wochen. 3.600 € Zugewinn. Es hätte schlimmer losgehen können. Aber wie gesagt, Momentaufnahme. Was habe ich in der letzten Woche gehandelt? Im Moment handle ich sehr viel in Spreads. Unter anderem Erdgas, den April-Kontrakt Long gegen den September-Kontrakt Short. Vielleicht für diejenigen, die mit Spreads nicht so vertraut sind, wenn hier so ein Spread bezeichnet ist, Spread Natural Gas, April versus September, immer der vorne stehende Monat ist der, den man long handelt. Also zumindest, wenn man den Spread richtig niederschreibt. Also grundsätzlich, wenn ihr irgendwo in der Literatur irgendwas lest oder wenn ihr irgendwelche Spread-Trades lest und es steht dort Erdgas April long gegen September, beziehungsweise Erdgas April gegen September, dann ist immer der vorne stehende ist das Long-Pendant und der hintere ist das Short-Pendant. Also April war sehr viel günstiger, werde ich auch gleich zeigen und ist immer noch sehr viel günstiger als der September. Und da habe ich auf eine relative Aufwertung gesetzt. Bei Soybeans, Sojabohnen sind ja das Urprodukt und dann daraus werden in einem Crushing-Prozess eben Sojabohnenmehl und Sojabohnenöl hergestellt. Die werden also quasi aus der Sojabohne gewonnen und deshalb haben die natürlich eine sehr starke und zu beachtende Preisbeziehung, eine Preisrelation. Und da hat sich eben jetzt zuletzt eine Situation ergeben, bei der Sojabohnenmehl unterbewertet war gegen Sojabohnen. Und das hatte ich jetzt auch long gehandelt und ist jetzt am Freitag ist natürlich dann das auch sehr stark in die richtige Richtung gegangen. Bin ich auch ein Stück zu früh raus, wäre noch viel mehr drin gewesen. Also ein sehr viel besserer Ausstieg. Der Trade, der in dieser Woche die Performance am stärksten geprägt hat, war in einem Coffee
Setup, Coffee Trend Catcher Strategie. Und da ist es ganz interessant, das sei vielleicht an der Stelle mal erwähnt, weil es zu jeder Zeit Strategien gibt, die in einem Drawdown sind. Und es gibt zu jeder Zeit Trader, die nicht damit umgehen können, wenn es Drawdowns gibt. Speziell, wenn die Drawdowns entweder länger andauern, was bei robusten Systemen, die moderat optimiert sind, die wenige Parameter haben, normal ist. Die laufen eben, die kommen mit manchen Marktphasen nicht so doll zurecht, dann laufen sie eben seitwärts oder verlieren leicht. Oder wenn es halt einen überdurchschnittlich großen Drawdown gibt. Und bei Coffee in diesem Trendcatcher-System war es so, dass 2013 und 2014, da hatten wir das im damaligen oder in meinem alten Real Money Trader Programm, da hatten wir das, war das so die Lieblingsstrategie von allen. Die meisten hatten ihr Konto überhebelt, also das ist eine Strategie, die braucht locker 15 bis 20.000 Dollar Kapitalbedarf. Das heißt also, von meinem Konto insgesamt, von meinem Kontovolumen muss ich 20.000 für diese Strategie reservieren, die ich nicht mit anderen Strategien belegen darf oder belasten darf. Und da haben viele mit 25 oder 30.000 Dollar oder Euro Depotvolumen haben sie diese Strategie gehandelt und vielleicht noch eine andere. Und war natürlich total happy, wenn diese Strategie so eine Performancephase hatte wie 2013 und 2014, wo es wirklich sehr, sehr konstant gut lief. Ist eine Breakout, also ist eine kombinierte Strategie aus einer Breakout-Variante und einer Counter-Variante. Und dann gab es von 2015 auf 2016 einen Drawdown, der den bis dahin dagewesenen Drawdown übertroffen hat vom Ausmaß. Das war zwar nur ganz kurz in 2016, wo das deutlich schwächelte, aber es war heftiger. Drawdown ist von vorher 15.000 auf dann 20.000 draufgegangen. Und dann war natürlich genau das Gegenteil. Alle haben die Strategie angezweifelt. Es ist Schrott, es funktioniert nicht mehr. Also da sind gerade Retail-Trader ganz schnell dabei, dass sie sagen, die Strategie funktioniert nicht mehr. Was sehr viel über über das Mindset von Menschen aussagt, aus meiner Sicht. Man darf natürlich auch nicht so naiv sein, zu glauben, dass die eigenen Strategien immer funktionieren, denn das stimmt nicht. Aber stellt euch nur einfach mal vor, ich habe dazu auf unserer Webseite einen Artikel gerade geschrieben, könnt ihr gerne mal draufschauen. Gute Trader sind gute Verlierer. Stellt euch einfach mal vor, wenn jemand wie Steve Jobs in seiner Garage damals, als er die ersten Computer zusammenbaute, wenn der beim ersten Fehlschlag oder nach ein paar Fehlversuchen gesagt hätte, okay, Computer kann man nicht bauen, es funktioniert nicht, dann würden wir heute hier, also ich würde dieses Webinar nicht machen können, weil es gäbe keine Computer, beziehungsweise es gäbe zumindest Apple in der Form nicht. Also, die erfolgreichen Leute haben nicht dieses Mindset, dass sie sagen, oh, hat gerade nicht funktioniert, weg, das nächste. Wer damit durch die Welt wandelt, wird große Probleme haben. Und bei der Strategie ist es ganz beeindruckend, haben sich alle draufgestürzt, als sie gut lief. Als sie dann im Drawdown war, und ein Drawdown ist völlig normal, das gehört ganz normal dazu. Und niemand auf der Welt wird das vermeiden können. Sind natürlich alle raus und ich glaube, kaum noch einer hat diese Strategie gehandelt. Ich habe sie auch ein Stück pausiert, habe sie aber weiter verfolgt, habe sie weiter dokumentiert und habe dann gesehen, es war einfach eine kurze Phase, in der sie mit den Marktbedingungen ganz, ganz, ganz schlecht zurechtkam und handle die jetzt ganz normal wieder und es ist jetzt in den letzten Wochen einer der Performance-Garanten, weil sie tolle Trades abliefert. Also da nur mal als Botschaft, egal welche Strategie ihr habt, wenn sie gut ausgearbeitet ist und wenn es nur einfach mal eine längere Phase ist, bei der sie mit den Marktbedingungen nicht zurechtkommt, einfach mal lieber ein bisschen nachdenken, wie sind die Bedingungen gerade, statt sofort alles zu verwerfen. Also ich persönlich halte eher es für sinnvoll, dass man an Dingen festhält, gegebenenfalls ein bisschen nachjustiert oder mit den Gewichtungen spielt, aber sie nicht sofort verwirft. Weil, was wird passieren, wenn die Strategie jetzt in diesem Jahr vielleicht ein super Jahr hat? Dann werden die Leute, die vor 3 Jahren aufgehört haben, danach zu handeln, und zwar am Tief, werden dann wieder aufspringen, und zwar am lokalen Hoch. Also völlig fatal. Dann habe ich den Spread Nasdaq gegen Russell gehandelt. Russell 2000, unfassbar schwach. Schaut einfach gerne mal drauf. Der ist gegenüber dem Nasdaq ein latenter Underperformer. Das ist geschenktes Geld im Prinzip, wenn man dort handelt. Das wird auch nicht ewig so weitergehen. Es muss auch klar sein, das ist schon sehr lange so, diese Tendenz. Aber der Nasdaq steigt,
Der Russell fällt sogar. Das ist schon Wahnsinn. Für die neue Woche auf der Watchlist Palladium. Das ist so volatil, das ist so in einer Bewegung im Moment. Da muss ich den Blick drauf haben. S&P, FDAX natürlich, die Bonds werde ich gleich zeigen. Lean Hogs auch, weil das jetzt wieder deutlich zurückgekommen ist. Und Zucker ist jetzt ausgebrochen über die 14er Marke, auch spannend. Was steht in dieser Woche an News an? Die Crude Oil Inventories am Mittwoch und Erdgas Lagerbestände am Donnerstag jeweils 16:30 Uhr. Ansonsten Handelszeiten normal, First Notice Days, die relevant werden, haben wir keine. Kommen wir zu einem Spread, den ich im Moment auch trade und der in den nächsten Wochen und Monaten sehr spannend bleiben wird, nämlich Heizöl gegen Benzin. Da ist es so, dass wir eine ganz spannende Konstellation haben für die nächsten Wochen, weil auf der einen Seite, wir sehen jetzt hier eine Kurve, das ist Heizöl geteilt durch Benzin. Also, wenn die Kurve unten ist, beziehungsweise andersherum, wenn die Kurve steigt, dann ist Heizöl stärker als Benzin. Also zum Beispiel, wenn am Montag Heizöl um 2% steigt und Benzin steigt nur um 1,5%, dann steigen beide, aber Heizöl ist stärker und dann würde diese Kurve einen Zacken nach oben machen. Also wenn Heizöl mehr zulegt oder weniger verliert als Benzin, dann steigt diese Kurve und wenn sie fällt, indiziert es eben eine Stärke von Benzin. Wenn man sich das anschaut, wie sich dieser Spread in den letzten Jahren entwickelt hat, dann sind wir bei 1,14. Also wenn wir jetzt nochmal so zwei, drei starke Tage von Benzin bekommen würden, dann wären wir schon wieder auf einem Niveau, auf dem es interessant sein wird, Heizöl long zu handeln und Benzin short. Also auf eine Outperformance von Heizöl zu setzen. Wir haben derzeit einen sehr milden Winter in den USA. Von daher ist das auch logisch, dass Heizöl schwächer tendierte. Auch schon im Vorfeld dieses Winters, weil man natürlich auch Wetterprognosen hat. El Niño-Phänomen, was ausgelaufen war, beziehungsweise was so seine Ausläufer noch hatte, das bringt relativ milde Winter mit sich. Von daher war das absehbar. Das wissen natürlich nicht nur wir, sondern es gibt Leute, die sich richtig damit auskennen und dementsprechend ist diese Tendenz auch nachvollziehbar. Interessant finde ich hierbei, dass Heizöl mittelfristig unterbewertet ist gegenüber Benzin. Auf der anderen Seite haben wir so ab Anfang, Mitte Februar eine Phase, in der es auch fundamental sehr, sehr logisch ist, dass Benzin gegenüber Heizöl aufwertet, weil dann ist bei Heizöl die Verbrauchsphase so gut wie durch. Überraschungsmomente kann es da erstmal so schnell nicht geben. Und bei Benzin werden eben die Lager verstärkt gefüllt und da geht es in die Verbrauchsphase rein. Also von daher, das wird ganz interessant sein. Ich handle diesen Spread derzeit in beide Richtungen, hatte jetzt zuletzt einen Trade erstmals mit Heizöl auf der Long-Seite. Den hatte ich auch abgeschlossen jetzt in dieser Woche. Und mal gucken, in welche Richtung es da demnächst geht. Was man sich merken sollte, wenn dieses Verhältnis bei 1,14 steht, ist Heizöl für die Long-Seite und Benzin für die Short-Seite interessant. Wenn wir Februar, Anfang Mitte Februar haben, ist das Gegenteilige interessant. Benzin long und Heizöl short. Im Zusammenhang mit diesem mittelfristigen Bild ist es ganz interessant, die COT-Daten sich anzuschauen. Wir sehen hier, dass die Commercials, die Produzenten auch hier im neuen Report separat aufgelistet, dass die Commercials massiv abgesichert sind gegen fallende Preise. Was ist in der Vergangenheit passiert, wenn das der Fall war? Zum Beispiel hier Frühjahr, Sommer 2018. Der Benzinpreis hatte ein lokales Hoch erreicht und brach anschließend brutal ein. Das war hier Anfang 2017. Da gab es keinen riesigen Einbruch, aber das sind immerhin 10%, dieses Häkchen hier nach unten. Also wenn wir hier 10% mitnehmen, dann klingelt es in der Kasse. Von daher, das sieht jetzt nicht viel aus in einem Chart. Aber das ist für einen aktiven Trader eine ganze Menge. Frühjahr 2016 auch das gleiche. Benzin mit dem Rücksetzer. 2013 auch eine extreme Positionierung der Commercials. Das war dieses Hoch hier. Es gab eine anschließende Korrektur. Also ihr seht, wann immer das eine solche Extrempositionierung war, gab es eine Korrektur im Benzinpreis. Also hier bei Benzin sind die Commercials sehr stark abgesichert gegen fallende Notierungen. Heißt also, da müssen wir uns darauf einstellen, dass da demnächst was nach unten kommt. Aber berücksichtigen auch, dass
Februar bis Ende März eine starke Phase ist. Also das muss man in Einklang bringen. Kann also ein bisschen ungenau sein, wenn man das jetzt nach dem Wert oder nach den COT-Daten handelt, weil da noch eine saisonal starke Phase kommt. Umgekehrt darf man in der saisonal starken Phase vielleicht nicht zu viel Stärke erwarten, aber da werden wir dann in den nächsten Wochen drüber sprechen. Schauen wir uns zum Vergleich dazu die COT-Daten für Heating Oil an, für Heizöl. Da sehen wir, dass die Produzenten, dass die Commercials insgesamt, dass die Produzenten im Speziellen mitnichten derart bearish sind, beziehungsweise derart stark abgesichert gegen fallende Notierungen, sondern die sind vergleichsweise neutral, sogar bezogen auf die letzten Jahre eher bullish. Man muss aber hier ein bisschen aufpassen. Von Markt zu Markt ist die Einstufung, also diese Händlergruppen werden ja einklassifiziert, eingeordnet. Die ist von Markt zu Markt unterschiedlich aussagekräftig. Hier muss man sagen, zum Beispiel ist die Aussagekraft der Producers bzw. der Commercials ja nicht so stark wie bei Benzin. Aber man kann dennoch sehen, dass hier zum Beispiel auch bei den Spekulanten noch nicht eine solche Überinvestition vorliegt, wie jetzt hier. Die Large Traders sind bei Benzin massiv long, auf dem höchsten Stand ever, höchste Position aller Zeiten. Und hier sind sie das nicht. Und das ist schon auch eine Voraussetzung für eine Konsolidierung oder für eine Korrektur. Aber man sieht auch, dass hier die Trends teilweise weiterlaufen. Aber dieser Spread auf jeden Fall, diese beiden Märkte bleiben grundsätzlich sehr, sehr interessant. Ein etwas populärerer Markt vielleicht ist der T-Bond, 30-jährige US-Anleihen. Da haben wir eine Vola-Breakout-Situation jetzt hier zuletzt gehabt. Und zwar aus dieser Range heraus. Das ging nach oben aus dieser kleinen Range heraus. Ich handle bei diesem System aus der Ruhe heraus in die Bewegung. Bedeutet, ich will erst einmal als Vorbedingung sehen, dass der Markt sich über mehrere Tage oder Wochen nicht vom Fleck bewegt hat, nicht nachhaltig jedenfalls. Das heißt also, Bedingung ist, Kurs steht jetzt da, wo er zum Beispiel vor 8 Tagen stand. Das wäre eine Vorbedingung. Oder Kurs steht jetzt da, wo er vor 7 Tagen in dem Fall stand. Das ist hier konkret die Vorbedingung, dass da eine ganz geringe Veränderungsrate zum Schlusskurs von vor 7 Tagen ist. Dann wird ein Ausbruch gehandelt und dann versuche ich auf den Trend zu gehen. Und wenn man sich mal anschaut, wie das lief in der Vergangenheit, da kamen oftmals unmittelbar nach diesen kleinen Signalsituationen hier, kamen dann Trends. Hier zum Beispiel, hier gab es einen Ausbruch nach unten, ging direkt ein Trend los, hier dieser nach oben, hier einer nach unten. Also das ist ein schönes Setup, aber manchmal eiert es halt trotzdem auch noch hier rum, wie im Juli zum Beispiel letzten Jahres. Da brach nichts aus, das dauerte noch Wochen, beziehungsweise ja noch 2 Wochen knapp, bis es dann wirklich einen starken Trend gab. Aber das Warten hat sich gelohnt. Also auf jeden Fall hier beim T-Bond ist ein Long-Ausbruch erfolgt und dieses Setup besteht noch. Auch ein Markt, der grundsätzlich interessant ist, da bin ich jetzt letzte Woche raus, der ist aber noch ein Stück weiter nach oben gegangen. Das ist Baumwolle. Und wir hatten das im RW Mentoring Advanced, haben wir eine spezielle Schulungseinheit nur zu Baumwolle und zu diesem Zyklus, der dort vorherrscht, ist ein Dreijahreszyklus. Was hat es damit auf sich? Würde jetzt den Rahmen hier sprengen, das komplett zu erklären, aber ganz kurzes Stichwort, monokulturelle Anbauweise heißt, das ist verboten, das ist gesetzlich verboten, für die Farmer in den USA auf einem und demselben Acker 2 Jahre in Folge das gleiche Produkt anzupflanzen. Das heißt also, wenn ich drei Äcker habe und pflanze im Jahr 2018 Baumwolle dort an, dann darf ich 2019 und 2020 nicht auf dem gleichen Acker, auf Acker 1 Baumwolle anpflanzen, sondern erst 2021 darf ich es wieder machen, soll eben Anfälligkeit, also soll Schädlinge abwehren, die sich vielleicht dann dort einnisten, die sich darauf einstellen und Unkrautbewuchs und so weiter. Also das soll dieser Geschichte entgegenwirken. Und dieser Dreijahreszyklus ist hier eingezeichnet und der hat angezeigt, dass es seit September nach oben gehen soll. Und das sehen wir auch. Das nächste wird dann sein, dass wir ab Juli einen Abwärtszyklus starten. Aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Bis auf Weiteres ist Baumwolle immer noch long.
Dann der Spread Erdgas gegen Erdgas, nämlich April gegen September. Der April, den hatte ich long gehandelt und die Grundlage war diese hier. Wir sehen hier das Verhältnis des April-Kontraktes zum September. Wenn die Kurve fällt, ist der April sehr viel günstiger geworden, dann ist der Underperformer. Das passiert immer dann oder meistens dann, wenn der Markt im Abwärtstrend ist, denn Verkaufsdruck kommt ebenso wie Kaufdruck über die Frontmonate. Und da haben wir gesehen, dass der April sehr stark gegenüber dem September abgewertet hatte. Der Dezember ist noch extrem weit, noch viel weiter im Extrem, noch weiter weg. Auf jeden Fall war es hier sehr wahrscheinlich, dass wir einen Konter sehen. Und das habe ich gehandelt, werde ich auch wieder handeln. Wenn es jetzt nochmal ein bisschen zurückkommt, werde ich da wieder reingehen. Hat immer noch Potenzial. Nur ich habe jetzt für diesen Schwung, den es da gegeben hat, habe ich erstmal dort die Position rausgenommen, weil das ganz ordentlich war, was dieser Spread innerhalb von 2 Tagen zugelegt hat. Sehr interessante Konstellation, die bleibt uns noch ein Weilchen erhalten. Und dann wieder ein Spread, und zwar der Soybean Crush Spread. Das hat es damit auf sich. Ich habe es eben schon gesagt, Sojabohnen sind das Urprodukt und daraus entstehen eben oder daraus werden auch Sojabohnenmehl und Sojabohnenöl gewonnen. Und dieser Crush Spread ist eben Soybeans in Relation zu den Endprodukten beziehungsweise zu den Nebenprodukten aus den Sojabohnen. Und dieses Verhältnis bewegt sich in der schönen Bandbreite. Wir kommen von der unteren Bandbreite. Wenn wir unten sind, sind die Sojabohnen unterbewertet. Dann handelt man Sojabohnen long gegen die anderen beiden Pendants short, also gegen Sojabohnenmehl und Sojabohnenöl und setzt eben auf eine relative Outperformance von den Sojabohnen. Und wenn wir hier oben anschlagen, so bei 3,1, da haben wir noch ein ganzes Stück zurückzulegen. Dann wären die Sojabohnen überbewertet, dann würde man diesen Crush Spread umdrehen. Das ist auch etwas, was ich im Moment im Blick habe. Der klassische Crush Spread ist aber jetzt im Moment noch nicht angesagt, sondern ich habe es ja eben gerade gezeigt, Sojabohnenmehl habe ich long gehandelt und Sojabohnen short gehandelt. Das war es für diese Woche. Ich wünsche allen viel Erfolg. Und ja, wer meine Trades live mitverfolgen möchte und auch die Erläuterung dazu, wir machen sehr viel Research auch dabei, der kann gerne sich natürlich für den Live-Trading Room anmelden, einfach auf www.realmoneytrader.com gehen, dort auf unseren Live-Trading Room und dann sehen und hören wir uns in den nächsten Live-Tradings. Ansonsten viel Erfolg in der neuen Woche, gute Trades und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.